nominiert für den Max und Moritz Preis 2022. Tunnel von Ruutu Modan, Übersetzung Markus Lemke, Carlsen. Ein bunter Haufen israelischer Amateurarchäologinnen und Archäologen gräbt sich unter dem Grenzzaun hindurch ins Westjordanland, weil sie dort nichts Geringeres als die Bundeslade vermuten. Auf halbem Weg stoßen sie jedoch auf zwei Palästinenser, die einen Tunnel in die Gegenrichtung buddeln, um Lebensmittel, Menschen und Waffen zu schmuggeln. Das ist eine Situation, die viel Zündstoff für Konflikte, Kooperation und Komik birgt. Mit Tunnel gelingt es der israelischen Comicautorin Ruutu Modan, den Nahostkonflikt auf eine illegale Tunnelgrabung herunterzubrechen. Bereits in ihren früheren, international gefeierten Graphic Novels Blutspuren und Das Erbe beschäftigte sich Ruutu Modan auf differenzierte, kluge und immer humorvolle Weise mit ihrer Heimat Israel. Tunnel ist allerdings deutlich politischer und auch satirischer. Modan lässt unterschiedliche und widersprüchliche Persönlichkeiten, Überzeugungen und Agenden aufeinanderprallen und inszeniert damit ein kleines Theater des israelisch-palästinensischen Irrsinns.